Hallo Welt, da sind wir wieder. Noch in Oberland Station. Und Curie? Na Curie, folgt sie uns oder bleibt sie hier? Warte da. Ich warte. Hier ist es sicher, oder? Komm schon. Ja. Okay, ich hoffe, sie folgt uns jetzt. Ha! Wir müssen uns erstmal umziehen. Und ich denke, dann werden wir nochmal etwas Holz kaufen in Diamond City. Ja, und eine Brille. Gut. Ja, Curie wird uns hoffentlich folgen. Ach so, ist hier vielleicht schon wieder etwas Geld? Jeder Kronkorken zählt jetzt. Mal sehen. Und es ist noch nichts drin. Also geht es direkt los. Mal sehen, welcher Ort noch auf dem Weg liegt. Ich glaube, gar keiner groß. Ich glaube, wir können direkt durch nach Diamond City. Hangman's Alley wäre auf dem Weg. Dann machen wir einen Umweg, einen kleinen, gehen erstmal nach Hangman's Alley und von da aus dann nach Diamond City. Ich denke, in Hangman's Alley müsste jetzt auch wieder etwas Geld in der Kasse sein. Kronkorken. Das Geld des Ödlands. Richtung Vault 81 hier, meine ich, könnte das sein. Nein, ist es nicht. Ja, wir haben Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht, es schneit nicht. Hagel habe ich auch nicht feststellen können. Oh, Blutblatt. Das nehmen wir aber noch mit. Da drüben auch. Ja, Hangman's Alley dürfte nicht weit sein. Und wie immer werden wir uns gar nicht groß aufhalten lassen. Ja, tatsächlich, es ist ganz in der Nähe. Ja, da sind wir schon. Direkt um die Ecke hier ist Hangman's Alley. Sehr schön. Und was habt ihr denn so Schönes getrieben hier? Gibt es schon Geld? Da ist wer Neues. Sie ist neu, oder? Ja, sie müsste neu sein. Und wir können sie bewegen. Oh, auf einmal können wir wieder viele, viele Orte benutzen. Wir könnten sie jetzt nach Spectacle Island schicken. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so falsch. Oder nach Sanctuary Hills. Ich bin für Spectacle Island. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier für Geld drin haben. Geld, 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 Geld. Kronkorken, 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 Kronkorken. Und Wasser, so viel Wasser. Sehr schön. Das nehmen wir auch alles mit und verkaufen es gleich. Oh, keine Kronkorken schon wieder. Wie sieht's mit den Handelsrouten hier aus, mit der Versorgungsroute? Ich hoffe doch gut.
Karte, Versorgungsrouten. Ja, es ist schwer zu sagen, ob hier eine besteht. Es sieht so aus, als würde das direkt hier durchgehen und dann nach Good Warwick von Sunshine Cooperative. Aber es ist kein Geld hier. Wer ist denn noch neu? Wen können wir denn hier noch wegschicken? Mr. Ghoul? Er ist neu. Er hier. Ah, der köchelt sich gerade eine Suppe zusammen. Sie ist auch neu. Und sie kann dann... Ja, nach Sanctuary Hills. Okay. Neues Zuhause. Bitteschön. Gern geschehen. Da ist es auch nicht so laut wie hier und nicht so voll wie hier. Ich glaube, sie haben wir doch gerade weggeschickt. Sie kann ruhig hier bleiben zum Kochen. Ja. Wer ist hier noch? Ein Farmer. Und sie kann auch nach Spectacle Island. Und sie nach Sanctuary Hills, falls wir das gerade war, das eine andere, meine ich. Nicht mit Melone? Ich glaube nicht. Na gut, geben wir denen erstmal ein bisschen Zeit, sich zu sortieren. Ich glaube, sie haut schon ab. Ja genau, die haben wir vorhin irgendwo hingeschickt. Ja, und ich denke, jetzt können wir doch nach Diamond City Homeplate. Ja, so in die Ecke. Es ist ja auch nicht weit von hier. Wir werden mal was ganz Abenteuerliches machen. Moment. Orientierung. Wir werden mal hier durch die Tür hier gehen. Eine ganz neue Erfahrung. Nicht durch die Tür, nein, durch diese hier. Uah! Jedes Mal. Jedes Mal erschrecken wir uns dort. Und tatsächlich, der kürzeste Weg. Cricket kommt uns entgegen. In sie haben wir investiert. Ja genau, investieren dürfen wir nicht vergessen. In die gute Gammel Carla müssen wir dann auch mal investieren. Wie viel Kronkorken haben wir eigentlich? Lohnt sich das denn hier Handel zu betreiben? Kronkorken 1200, das ist nicht wirklich viel. Wir haben aber Wasser mitgenommen. Mal sehen, ein bisschen müssten wir Handel betreiben können. Und wir ziehen uns dann auch wieder ordentlich an. Die Glücksjacke brauchen wir wohl in Diamond City nicht unbedingt. Und ja, gut. Und wir haben ja jetzt den Anzug dabei, denke ich. Den haben wir nicht abgelegt. Bevor wir es vergessen, ziehen wir uns gleich mal um. Charisma Filzhut. Charisma Brille und Charisma Anzug. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Sauberer grauer Anzug war das hier. Okay, dann vielleicht noch ein Hilfsmittel. Wir schauen erstmal, was hier noch wirkt. Oh, es wirkt gar nichts mehr. Auch kein Eintopf mehr. Traubenmentets. Doch, die wirken noch. Plus 5 Charisma. Sehr schön. Ja, dann fehlt uns zu unserem Glück doch nur noch der Eichhörnchen-Eintopf.
Köstlich. Und dann darf's weitergehen. Brauchen wir eine neue Frisur? Nein. Ah, da ist er ja schon. Mo. Wo ist die Sicherheit? Verdammt! Du so haben willst. Sicherheit. Hey, Sicherheit! Sicherheit! Was ist passiert? Wir brauchen hier die Sicherheit! Du musst doch was tun! Du musst doch was tun! Was? Sicherheit! Okay, Curry. Du verstehst nicht so ganz, wenn ich dir sage, bleib unauffällig hier in Diamond City, oder? Okay, Traubenmentez wirkt nicht mehr. Schade. Naja, wir sammeln hier aber jetzt noch die Sachen von dem Raider-Abschaum hier ein. Kronkorken, immerhin. Naja. Und das ganze Raider-Zeug können wir doch verkaufen gleich. Dann müssen wir nochmal Traubenmentez nehmen. Curry, hast du gut gemacht. Ups, da kommt wer angerannt. Was ist mit dem los? Ach so, das ist Polly. Von der möchten wir jetzt im Moment nichts. Lest in der neuen Ausgabe, der Blick eines Fremden auf Diamond City. Sind wir noch das grüne Juwel? Ich muss Zeitungen verkaufen, Lady. Der Blick eines Fremden auf Diamond City? Oder? Ach so, nee, das war ja... Das... Waren wir das nicht? Mit der Vault war doch irgendwas. Blick aus der Vault. Matt, du solltest die Zeitung lesen, Lady. Glaub mir. Ja gut, das würde ich gerne. Aber hier steht immer noch die synthetische Wahrheit. Das ist was Altes. Wo ist denn Piper? Piper? Piper schreibt keine Zeitung mehr. Die hängt jetzt in Sanctuary Hills rum. Na gut, dann nehmen wir uns jetzt eben noch einen Traubenmentez. Haben wir nicht mehr. Ich glaube, das haben wir nicht mehr. Aber es lohnt sich, das einzunehmen. Also werden wir schnell welche herstellen. Kauft ein Schlagholz! Ja, bevor wir dort ein Schlagholz kaufen. Ja, auch das. Schauen wir doch erstmal, dass wir uns noch ein paar Traubenmentez brutzeln können. Irgendwie zaubern an der Station hier. Ja, wir haben Strom gespart, deswegen ist es so schön dunkel, gemütlich hier. Herstellen. Ich frage mich, was du jetzt gemacht hast. Und wo sind die Traubenmentez? Bei den Drogen ganz unten. Was können eigentlich die Orangementez? Plus 5 Wahrnehmung und plus 10% Treffergenauigkeit im Wetz für 8 Minuten. Na gut. Traubenmentez können wir tatsächlich welche herstellen. Zwar nicht viele, aber wir machen das einmal. Für unseren jetzigen Einkauf. Was können wir noch? Vielleicht ein paar Buff-Tets. Die können wir doch unterwegs immer ganz gut gebrauchen. Da haben wir mittlerweile ganz gute Erfahrung mitgemacht. Jet. Und Psycho-Jet. Das soll, denke ich, erstmal reichen jetzt. Halt, Moment. Moment, abbrechen. Injektormunition, Klammergriffspritze können wir nicht machen, weil wir keine Terbeeren haben. Ansonsten haben wir so viel Stechflügler-Stachel. Ich frage mich, wo wir die jetzt her haben. Haben wir so viele... Da hatten wir so viel zu tun damit. Ich weiß es nicht. Scheinbar. Und natürlich müssen wir das auch konsumieren. Traubenmentez. Oh, Bonbons. Ja, was Traubenmentez wohl im wahren Leben sind. Dass man besser handeln kann. Oxytocin? Ich weiß es nicht. Irgendetwas. Ja? Hallo. Das sind nicht einfach nur alte Holzstücke. Ein Schlagholz ist ein handgefertigtes Stück Hickory-Holz. Mhm. Okay, dann handeln wir. Klar, ich schaue es mir an. Alles Originale. Wunderbar, vielleicht verkaufen wir zuerst mal unser Wasser. Oh, er hat gar nicht so viel Geld. So viel Geld schon wieder. Kronkorken sind das, kein Geld. Naja, die Währung des Ödlands. Ich weiß, was ich meine. Ich komme da schon irgendwie hinter. So, dann nehmen wir das schon mal. Verkauf annehmen, okay. Und jetzt sehen wir, ob er noch Holz hat. Er hat Holz. Wie schön. Dann nehmen wir die Korken auch einmal mit. Ich weiß zwar immer noch nicht so genau, wofür wir die dann brauchen später. Handel bestätigen. Okay. Und dann schauen wir nochmal. Oh, Curry, du guckst immer. In Sachen Schutz liegst du mit allem, was ich habe, richtig. Ich glaube, für Stahl sind wir hier gar nicht richtig bei dann ihm. Dann lass mal sehen, was du so hast.
Selbstschutz in Perfektion. Okay, Arturo, was hast du denn Schönes für uns? Den Big Boy wollen wir immer noch nicht, auch keine Kleidung, Hilfsmittel oder diverses. Wir wollen Aluminium, Kupfer wollen wir auf jeden Fall. Und wir wollen auf jeden Fall vielleicht auch, ja, okay, nehmen wir vielleicht alles. Mal sehen, wie wir uns das leisten können. Es ist ein bisschen zu wenig, was wir haben. Stahl hätten wir lieber gekauft. Aber wir verkaufen ihm jetzt unser Wasser und dann werden wir wahrscheinlich schon glücklich sein. Ja, haut das denn überhaupt hin? Nein, das haut nicht hin. Ja, wir und Rathematik. Oh, Mama Mia, das klappt doch nie. Was brauchen wir dann nicht unbedingt? Vielleicht Zahnräder. Okay, jetzt passt es aber. Und wir haben keinen Kronkorken mehr für Stahl. Und ich frage mich immer noch, wir haben so fleißig hier investiert. Wo kriegen wir das Geld denn her, das wir hier investiert haben? In der Werkbank hier haben wir, glaube ich, gar nicht nachgesehen. Ein verrückter Vogel wohnt oder irgendwas in der Art. Ja, man muss mal auf der Hut sein. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Aufgaben von den Siedlern, die hier in Diamond City wohnen. Haben wir hier nicht doch schon reingesehen? Naja, jetzt schauen wir nochmal. Und wir haben kein Geld, keine Kronenkorken hier drin. Ein paar Mods haben wir hier drin. Die könnten wir mitnehmen nach Sanctuary Hills. So. Und ansonsten kein Geld hier drin. Viele, 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 viele Waffen. Aber kein Geld. Hier ist doch was für. Ja, das ist doch gut. Genau so etwas habe ich gesucht. Mächtig Powerfaust. 25% mehr Schaden. Das habe ich gesucht für unsere Curie. Das nehmen wir mal und verbessern das noch etwas. Wo haben wir die Waffenwerkbank? Es ist so dunkel hier. Ist das die Waffenwerkbank? Es steht ja dran. Okay. Dann nehmen wir die Powerfaust mal unter die Lupe und sehen, was wir daraus noch machen können. Wir können... Erstmal ist hier keine Verbesserung. Dann haben wir durchdringend... Ach so, das war alles. Oder Heizspule. Wir können nur die drei Sachen hier nehmen. Oh, Moment mal, abbrechen. Erstmal gucken, was hier besser ist. Durchdringend, panzerbrechend, überlegender Schaden. Schaden 70. Oh, nicht schlecht. Und die Heizspule fügt Energieschaden hinzu. Schaden 50 und nochmal Energieschaden 20. Ja, was nehmen wir denn da jetzt lieber? Durchdringend? Das sieht ja nicht so hübsch aus. Überlegener Schaden, panzerbrechend. Oder die Heizspule hier fügt Energieschaden hinzu. Das sieht irgendwie eleganter aus. Das hier sieht irgendwie so... Aber ich glaube, das nehmen wir hier. 70. Heizspule ist wertvoller. 50 Schaden ist doch immer noch gut. Und 20 Energieschaden. Ja, nehmen wir das mal. Hoffentlich macht das nicht so ein Radau. Dann nehme ich ihr das wieder ab. Dann bauen wir das einmal. Genau, die Heizspule nehmen wir jetzt. Schaden, ballistischer Schaden 50, Energieschaden 20. Geschwindigkeit immer noch mittel, Gewicht 4, Wert 600. Und wir brauchen Kupferschaltpreise, Kreise, Entschuldigung, Asbest und Kleber. Das fertigen wir einmal an. Und wir sind dann quasi fertig damit. Erhitzt, Powerfaust. Moment mal, wo ist der Stern geblieben? Was haben wir hier gemacht? Mächtig, hier ist das Ding mit... Ach so. Wir hatten die zweimal dabei schon. Na, dann bauen wir doch gleich eine noch. Ach so, das ist schon die Heizspule hier drin. Kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass wir die zweimal jetzt hatten. Wo haben wir denn die andere her? Vielleicht gerade von dem Raider eingesammelt. Sei es drum. Wir benennen das Ding noch um. In 02 für Handwaffen.
Und Curry. Powerfaust. So. Sehr schön. Wir sind fertig. Verlassen. Und Curry, schau mal, was wir für dich du haben. Du brauchst etwas, oder? Nein, diesmal nicht. Handeln ist gut. Handeln ist sehr gut. Für dich vor allem, weil wir immer so schöne Geschenke für dich haben. Curry, du bekommst eine Powerfaust von uns diesmal. Den Schlagring hast du schon, auch schon benutzt. Aber die Powerfaust ist besser, wird dir wahrscheinlich besser gefallen auch. Was hast du denn noch so dabei? Ich glaube, du hast ein paar Mal Sachen mit Stern eingesammelt. Was hast du damit gemacht? Nichts. Na gut. Oh, die ganzen Mods. Ich denke, da nehmen wir uns alle Mods mit, die wir hier noch drin haben, und legen die dann in Sanctuary ab. Die haben wir gerade schon mitgenommen, oder? Ja, es sieht beinahe danach aus. Und weiter geht's. Kein Wasser hier drin, nichts hier drin, na gut. Jo, ich denke mal, mit dem Stahl wird es dann nicht so gut aussehen. Ich habe gehört, dass du verdammt viele Fragen in der Stadt stellst. Haben wir jetzt zwei Detektive in Diamond City? Könnte man so sagen, ja. Okay. Du schon wieder. Okay, ich habe einiges im Angebot. Du schon wieder, sei doch froh. Dann lass mal sehen, was du so hast. Ein bisschen von allem. Sie soll doch froh sein, dass wir es schon wieder sind. Ich glaube, für 247 Kronenkorken bekommen wir nicht sehr viel. Mal sehen. Wir wollen vor allem die Ladungen haben. Hier Ladung Stahl hätte ich gerne. Ja, natürlich, so viel haben wir nicht. 360 Kronenkorken haben wir nicht. Mal sehen, was wir hier noch verkaufen können. Ich bin dafür, dass wir diesmal alles verkaufen, damit wir vielleicht sogar noch, also nicht alles verkaufen, sondern alles, was wir nicht brauchen, verkaufen. Hier erhitzt die Powerfaust. Naja, ich glaube, die können wir ruhig verkaufen für 160. Das lohnt sich doch schon. Das Lasergewehr, das Plasmagewehr. Plasmagewehre sind ja auch selten. Ja, aber ich denke, die werden wir schon oft genug finden und wir benutzen die ja nicht allzu oft. Also können wir die verkaufen. Genauso wie diese Lederrüstung, 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 leichte Kleidung und Red Hirsch Leder Outfit können wir auch verkaufen. Hier nochmal Raiderrüstung, linker Arm. Auch das kann weg, die Sackkapuze Igitt. Und was noch? Unterhemd und Jeans? Ja, ist Glück drauf. Bleiverkleidet, vernietet, Lederrüstung, auch das geben wir hier mal ab. Das brauchen wir nicht unbedingt. Gurtzeug hätte ich fast übersehen. Und die Gasmaske mit Brille. Ob wir die Gasmaske nicht irgendwann mal brauchen für irgendwas? Wir haben schon sehr viele gesammelt davon, meine ich. Also geben wir die jetzt auch ab. So, weg ist sie. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Ich denke, bei den Hilfsmitteln wird kaum etwas dabei sein. Ich habe jetzt nur mal reingesehen, ob wir nicht doch noch zufällig ein bisschen Wasser haben, aufbereitetes. Haben wir nicht. Und Schrott wollen wir nicht verkaufen. Ganz im Gegenteil, wir wollen Schrott kaufen. Wir könnten, hier sehe ich gerade die Magazine, die Mods, die haben auch gar nicht mal so einen schlechten Wert. 24 für ein Teil. Aber die behalten wir erstmal. Sollte uns noch irgendetwas fehlen, aber ich sehe schon, das wird schon klappen mit dem, was wir jetzt verdient haben. Da wird man es jetzt sehen. Ja, für Stahl, eine Ladung Stahl reicht das auf jeden Fall. Wir könnten sogar zwei Ladungen nehmen, aber so viel hat sie im Moment nicht. Ja, damit kommen wir auf jeden Fall sehr gut hin. Ladung Stahl kaufen wir. Okay, wir können sogar noch etwas kaufen. Plastikfedern, denke ich. Dünger könnten wir auch kaufen. Erstmal vielleicht die Federn hier. Da können wir Kissen draus stopfen nachher. Nein, ich weiß, das sind wahrscheinlich andere Federn. Und wir verkaufen jetzt einfach noch ein paar Patronen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel bekommt sie denn von uns? 810 und wir haben nur 804. Also brauchen wir so viele Patronen gar nicht zu verkaufen.
Wir nehmen die 38er. Da bekommen wir zwar nur einen dafür, wir brauchen aber auch nur 4 zu verkaufen. Wir haben so viele davon. Moment mal. Habe ich mich da verrechnet? Scheinbar schon. 2 müssen wir noch verkaufen. Okay. Nochmal 2 weg. Jetzt passt es aber. Okay. Wir nehmen das an. Sind absolut pleite. Keine Kronkorken mehr. Wer ist das? Ansässiger schon wieder. Sündfreies Einkaufen. Nur bei uns. Ja, wenn du wüsstest. Obwohl Curie ist kein Sünd. Sie hat nur den Körper eines Sünd. Sie hat den Körper einer Göttin. Naja, es geht. Es geht, es könnte... Naja, ich sag nichts. Wir mit Curie in Diamond City. Da kommen noch gleich immer ganz komische Gefühle auf. Okay, wir sind hier fertig. In der nächsten Folge geht es also, starten wir durch. Es geht nach Sanctuary Hills. Wir werden uns natürlich vorerst umziehen müssen. Das machen wir auf der Straße. Ja, so sind wir eben. Und wir werden dann, ja, schleunigst nach Sanctuary Hills aufbrechen. Ohne Kronenkorken fällt mir gerade ein. Denn wir hätten in, ich glaube Trudy heißt sie, in den Laden hätten wir auch noch investieren können. Unterwegs. Da kam auch nochmal die Nachricht von Dear Space Surfer, dass wir doch auch in diesen Laden, wo der Junge mit seinem Drogenproblem saß, investieren können. Oh nein, jetzt haben wir aber kein schönes Wetter mehr. Naja, wir haben unsere Glückssachen ja auch nicht an. Vielleicht liegt es daran. Mal sehen. Glückssachen. Der Hut, das rechte Bein, Greaser, Jacke und Jeans und Chamäleons sind aus Outfit. Und dann natürlich die gute Brille für eine bessere Wahrnehmung. Und los geht es. Moment. Nicht so schnell. Los geht es, nachdem wir hier den Marker gesetzt haben. So. Und Markierung platzieren. Wie hieß der? Der ist gar nicht auf der Karte, ist das gar nicht hier verzeichnet. Oder doch? Drumlin Diner, genau, da war sie. Drumlin Diner, da könnten wir noch investieren. Und dann natürlich in die Gammelkarla in Sanctuary Hills wahrscheinlich. Okay, aber jetzt geht es erstmal dorthin. Die sind hier immer noch zugange mit den Supermutanten, das glaube ich ja kaum. Oder schon wieder. Ich glaube eher schon wieder. Diese Supermutanten, diese Grünhäute. Und ich frage mich jedes Mal, kommen wir hier über die Brücke? Ich glaube ja, wir kommen darüber. Das müsste auch so ziemlich der kürzeste Weg sein. Okay, entdeckt man uns? Nein, diesmal nicht. Sehr gut. Oh, oh, ein Loch. Ja, und mittlerweile stelle ich mir doch die Frage, ob denn dieses Aufbauen der Mila-Stationen, ob das irgendetwas gebracht hat. Außer, dass wir jetzt die Aufträge von Tüftel Tom erledigt haben, soweit. Ich dachte ja, dass wenn wir diese Wetterstation, diese Milas aufbauen, dass wir dann dieses radioaktive Wetter irgendwie mal loswerden würden. Naja, jetzt regnet es. Ach. Darf ich ein... Oh, Entschuldigung.
Sonst sage ich ja immer gerne, das ist nicht so gut. Habe ich nicht gesagt, wir wollten in der nächsten Folge. Die Folge geht ja schon wieder so lange. Ich brauche mal so einen Pieper hier an der Uhr, der mich daran erinnert, wenn eine Folge zu Ende ist. Tja, aber das wird auch nicht vielen nützen, denn wir wussten ja schon, dass die zu Ende ist. Und jetzt laufen wir doch weiter. Naja, dann laufen wir erstmal nach Sanctuary Hills und dann werden wir davor eben stehen bleiben. Oh, ich glaube, das ist dieser langweilige Weg hier, auf dem nichts passiert. Nur das Kakerlakenhaus kommt da irgendwo gleich. Sollen wir nicht? Wir sind doch hier in der Nähe. Das müsste doch hier Grey Garden sein. Sollen wir nicht schauen, ob da vielleicht schon die Stände was gebracht haben? Da gucken wir doch mal. Es ist gerade auf dem Weg. Wir werden uns da gar nicht lange aufhalten. Nur einmal gucken, ob ein paar Kronkorken schon für uns da drin sind. In der Werkstatt. Da gehen wir auch direkt hin. Wir werden uns gar nicht lange aufhalten. Ach, das sagte ich ja schon. Oh, keine Energie hier oben. Wie kommt das denn? Ja, wir werden uns gar nicht lange aufhalten, war der Plan. Nix Energie. Einfach schauen, wie viel Kronkorken. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Wasser, das ist gut. Das nehmen wir mit. Und ja gut, den Schrott bekommen wir ja überall hingeliefert, aber die Kronkorken. Keine Kronkorken. Vielleicht ist das mit den Kronenkorken ja auch siedlungsübergreifend. Das würde ja auch irgendwo Sinn ergeben. Das heißt, wenn wir in einer Siedlung alles rausholen, dann gibt es in der nächsten Siedlung eben keine mehr. Ich überlege gerade, ob wir mal was ganz Verrücktes machen sollen und diesen Weg geradeaus hier gehen sollen. An Arcjet Systems vorbei und durch den Rocky Narrows Nationalpark, durch den Rocky Narrows Park, so heißt er. Das wäre mal was anderes. Und dann würden wir ja auf Umwegen auch bei Drumlin Diner vorbeikommen. Wir haben sowieso keine Kronkorken jetzt erhalten. Null Kronenkorken. Wir können also gar nicht viel machen. Wir könnten für 5, ja, das machen wir auch. Für 500 Kronenkorken könnten wir Munition verkaufen und das werden wir auch tun. Und wir sind mal so abenteuerlustig und gehen einfach diesen Weg hier. Das ist mal was anderes hier. Da unten ein Haus mit Beleuchtung. Es lädt zum Neugierigsein ein. Und was haben wir hier noch? Nichts außer Landschaft. Schöne Landschaft. Selbst bei Regen sieht es noch toll aus hier. Ein olles Fass, halb im Boden versunken, ein paar Hartblumen, sammeln können wir wieder viel. Okay, und dann ist das hier jetzt Arcjet Systems und ich glaube, jetzt müssen wir doch mal auf die Karte so ein paar Mal schauen. Genau, wir müssen nämlich hier rechts hoch, Richtung Rocky Narrows Park. Ah ja, das ist diese Straße. Und so viele Hartblumen, die können wir nicht da stehen lassen am Wegesrand. Und ich sehe eine Karottenblume. Eine wilde und noch eine. Oh, die haben wir schon. Schwupp. Müssen wir jetzt hier lang? Hier geht's zu dem Park wahrscheinlich. Und hier lang? Ja, doch, wir kommen auch über diesen Weg. Ah, wir hätten doch rechts abbiegen sollen. Hier geht's zur Brücke gleich. Rocky Narrows Park. Ja, wir wollen ja was sehen von der Natur. Dann sehen wir uns den Park mal an. Mal gucken, ob uns irgendwelche Bären begegnen, die wir füttern dürfen. Jaugweis heißen sie jetzt. Mutierte Bären wahrscheinlich. Da ist schon ein Bärenschild. Die Bären... Ah, ja. Nein, wir halten uns hier gar nicht lange auf. Bär, tut mir leid. Sie müssen ohne uns zurechtkommen. Ah ja, Curry hat dazugelernt, wie ich schon sagte. Ah, nicht ganz.
Und? Ja, das Ding ist nicht so laut. Das ist schon mal gut. Yaogwai Fleisch kriegen wir dann doch. Yaogwai lebt. Es ist nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Und ich glaube, das war irgendwie ein Tafellöffel oder so etwas. Da leuchtet schon wieder was. Oh, diese Neugierde, kann das nicht mal jemand abschalten? Und alles strahlt hier. Ghule. Es leuchtet ein Radio. Na, ganz toll. Keine Anzeichen für feindliche Aktivitäten. Curie, hör auf mit den Ghulen zu schmusen. Wir gehen hier weiter. Das war ein legendärer Ghul, aber Curie schnappt sich sowieso immer die legendären Sachen, wenn sie die Ghule erledigt. Ah, wir müssen ja helfen. So viel Strahlung hier, das ist doch verrückt. Ach, Curie, das warst du, das tut mir leid. Ich habe jetzt auf die Strahlung und gleichzeitig auf die... Naja, gut. Okay. Jetzt ist das Verhältnis wieder ausgeglichen. Wer uns jetzt angreift, der hat durchaus eine Chance. Oh, ein Grabstein mit einem Auto. Das ist traurig. Wahrscheinlich ein Kind. Okay, die Verrücktheit hat ein Ende, nachdem wir so verstrahlt sind. Aber in Sanctuary, da wartet ja ein Arzt auf uns. Eine Ärztin, Doktorin. Und sind wir denn noch auf dem richtigen Weg? Wir wollten ja hier am Drumlin Diner vorbei, um dort, wenn... Wie hieß sie? Polly? Trudy? Irgendwie hieß sie. Sie hatte auf jeden Fall einen Namen, da bin ich mir sicher. Okay. Ja, so langsam reicht's mir auch mit dem Regen. Ist zwar mal ganz nett. Entschuldigung, ist zwar mal ganz nett. Auch Regen hat was. Schöner wäre es jetzt aber, wenn die Sonne wieder zum Vorschein kommen würde. Sonne, Sonne, wo bist du? Sollen wir einen Sonnentanz machen? Ach nee, das hieß Regentanz und den brauchen wir nicht, es regnet ja schon. Da haben wir schon genug für getanzt. Wir gehen direkt auf Starlight Drive Inn zu. Und da wir so in der Nähe davon sind, ich sehe es da vorne schon, werden wir... noch einmal dort in die Werkbank gucken, in die Werkstätten, ob da auch vielleicht schon Kronkorken drin sind oder wenigstens dort. Starlight Drive-In und genau, Space Surfer, du sagtest, wir sollten mal hier gucken, vielleicht gibt es hier noch eine Werkbank. Ich glaube, das hier ist die Leinwand und wir können tatsächlich hier hochgehen. Ich meine, pro Siedlung gibt es nur eine Werkbank, aber es könnte ja sein. Und vor allem, jetzt sind wir einmal oben und wir waren schon mal hier oben. Da kann man schon mal so schön runtergucken und ich muss sagen, wir haben... Die Systeme brennen darauf, neue Daten zu erfassen. Dieses Reisen gefällt mir sehr gut. Ja, wir haben hier sehr viel gebaut, muss ich sagen. Kann man hier oben auch schon das Baumenü einschalten oder ist das zu weit oben? Wow, wir könnten hier oben etwas drauf bauen. Das müssen wir uns merken. Denn von hier oben... Von hier oben hat man erstmal eine herrliche Aussicht und zweitens kann man gut da unten die Gegner, wenn irgendwelche kommen sollten, könnte man die gut bekämpfen. Aber gut, hier oben ist leider nichts, deswegen gehen wir wieder runter. Die Aussicht noch einmal genießen bei dem Wetter. Brrr, kalt hier. Oh, hoppla. Hoppla. Ah, ja. Oh nein. Die Kiste. Ja, dann schauen wir, wenn wir schon mal hier sind. Es kann ja sein, dass vielleicht hier drin noch eine Werkbank ist. Es ist ja ein Riesenort hier. Wir schauen mal. Ein Koffer auf jeden Fall. Was? Ach so, den können wir jetzt verwerten. Hm, ein Sofa. Gemütlich hier, Curie. Und das ist schon wieder traurig. Ein Kinderbettchen. Warum ist ein Kinderbettchen traurig? Naja, wenn man sich so vorstellt, dass was hier für Dramen abgegangen sein müssen. Hier ist ein Feuerzeug noch, Sturm. Und keine Werkbank hier, nein. Hier hinten ist noch ein Bodensafe, auch da waren wir schon. Und eine geplünderte Munitionskiste und die gelbe Holzkiste. Leider ist hier nichts weiter drin. Was haben wir hier noch? Kein Eingang, kein Ausgang. Hier nochmal ein Eingang. Okay, eine Chem-Kühler-Box. Wahrscheinlich gibt es irgendwo noch eine Geschichte zu dieser Chem-Kühler-Box. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, jetzt mit der alten Maus zu spielen.
Der Akku lädt noch von der guten Maus, sage ich mal. Die alte Maus war auch eine gute Maus, aber sie hat dann irgendwann mal den Geist aufgegeben. Okay, wir wollen uns gar nicht lange aufhalten, sondern nur schauen, ob hier vielleicht Kronkorken drin sind für uns. Kronenkorken, Kronenkorken, wo seid ihr, Kronenkorken? Na, wo seid ihr denn? Keine Kronkorken. Wir bekommen keine Kronkorken mehr. Ein Sicherheitsdiensthelm. Ach so, die sollten ja hier bleiben für die, genau. Extra für die Leute von hier nur. Wir müssen wieder also auf die Straße dort drüben und kommen dann hoffentlich an Drumlin Diner vorbei. Sonst ist doch alles in Ordnung. Da fällt mir gerade ein, wir sind doch verletzt. Vielleicht könnten wir uns hier schon heilen lassen. Ohne Kronenkorken? Ich habe da drin jetzt auch gar kein Wasser gesehen. Ich habe auch gar nicht drauf geachtet. 25 Leute hier. Genug Schutz auf jeden Fall. Ja, okay. Überredet. Wir gehen kein Risiko ein. Und lassen uns dann hier eben heilen. Schauen aber nochmal nach Wasser hier drin. Habe ich nämlich gerade gar nicht drauf geachtet. Ach, habe ich ja schon gesagt. Wasser. Nein, wir haben aber noch Bier und dieses Limonade. Ich würde so gerne auch mal wieder nach Covenant gucken. Vielleicht haben die Siedler sich dort mittlerweile wieder eingekriegt und greifen uns nicht sofort an. Das hier war die Klinik. Hier ist niemand. Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Ich mache mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Ja, okay, es geht weißt so. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Die Ärztin ist schlau, sie hat sich reingesetzt. Ich glaube, wir sind endlich sicher vor diesen verdammten Raidern. Ich glaube auch. Ihr schafft das schon. Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Okay. Eigentlich wollte ich mich verarzten lassen. Müssen wir jetzt wirklich hier schlafen gehen? Dann legen wir uns mal hier unten hin, Curry. Da oben regnet es. Oder ist sie jetzt bereit, Ärztin zu sein? Ärzte sind doch rund um die Uhr eigentlich. Ärzte. Doktoren. Nein, wir müssen schlafen. Dann schlafen wir hier. Vielleicht hört dann der Regen auch auf. Wir schlafen mal so 10 Stunden, 12 Stunden wie immer. Ja, dann sollte auf jeden Fall der Regen vorbei sein. Und wenn wir Glück haben, scheint sogar die Sonne. Ich bin ja gespannt, wann es grün wird hier im Commonwealth. Hast du gut geschlafen, Schatz? Ja, wenn ich so etwas morgens höre, dann auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind endlich sicher vor diesen verdammten Raidern. Ja. Das glaube ich auch. Ich bin mir absolut sicher, dass ihr sicher seid. Wo ist die Ärztin? Wo ist die Ärztin? Die Raider dachten, wir wären leichte Beute. Jetzt wissen sie es besser. Oh ja, die Raider wissen es jetzt besser. Ihr seid gar nicht so gut angezogen, alle. Die Kampfrüstungen, die sind alle jetzt in Spectacle Island. Irgendwo unterwegs mussten wir die lassen an der Dunkelwasserbaustelle. Ich glaube, in Jamaica Plain sind die ganzen Rüstungen. Ja, wo denn jetzt? Ja, irgendwo da in der Ecke auf jeden Fall. Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Du solltest mich dich mal untersuchen lassen. Und das wäre super. Mich heilen können wir gar nicht. Wir müssen erst mal... Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Okay. Aber übertreib es nicht mit den Camps. Ja, wir müssen erst mal handeln. Wir haben doch irgendwoher doch schon Wasser mitgenommen. 27. Und geherzt. Wir haben es diesmal nicht geherzt. Okay, wir schauen mal. Ja, um uns verarzten zu lassen, sollten 220 reichen. Vielen Dank, das nehmen wir dann auch gleich an uns. Und jetzt? Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, das wäre super, das wäre richtig. Ja, sieh mal, was mit mir nicht stimmt, Doktor. Was fühlt sich denn komisch an? Beschreib mir, was los ist. Sind wir auch abhängig? Nein, sind wir nicht, aber wir haben Strahlung. Ich fühle mich krank. Ich glaube, das liegt an der Strahlung. Zahnfleischbluten, Anzeichen von Anämie? Ja, wir sollten dich besser entgiften. Na gut. Das wäre geschafft. Stört dich sonst noch was? Ja, dann die Gesundheit nochmal.
Mir tut alles weh, Doc. Ach, da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Sollte das aber besser nähen, bevor es sich entzündet. Das wäre erledigt. Hast du sonst noch Beschwerden? Das war's. Nein, wir sind fertig. Dann ab mit dir. Und ab, ganz genau. Na, den Weg kriegen wir aber doch noch hin, oder? Jetzt waren wir beim Arzt, jetzt haben wir verkauft. Wir haben natürlich wieder nicht... Das war ja kein Großeinkauf, deswegen ist das auch okay, dass wir jetzt keine Traubenmentets oder sowas eingeworfen haben. Aber wir werden höchstwahrscheinlich gar kein Geld mehr haben für das Drumlin Diner da drüben. Ist es das schon, nur von der anderen Seite? Irgendwas liegt auch noch vor uns, irgendetwas Großes. Ja, erstmal zum Drumlin Diner. Oh, Vorsicht vor dem Wolfgang. Mit dem wollen wir nicht reden, mit ihr wollen wir reden. Hi. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Handeln wir. Klar, ich schau mal, was du hast. Alles Bergungsgut, aber kein Schrott. Na gut. Und wo gucken wir nach? Wir gucken beim Schrott. Was für Ladungen hatte sie denn nochmal? Gar keine Ladungen. Okay, auch kein Problem. Wir verkaufen ihr einiges, damit wir dann investieren. Ach, wir haben hier schon investiert, sehe ich gerade. Oder wir haben zu wenig Geld dabei. Wahrscheinlich letzteres. Ja, da kriegen wir... Ach so, wir verkaufen ein paar Kugeln. Ja, das ist doch mal eine gute Idee. Kugeln, mit Kugeln meine ich Patronen. Und Patronen haben wir von den 38er genug. Und da können wir ruhig so 500 mal verkaufen. Dann sollten wir... Ja, oder 1000 sogar. Ach, egal. Nehmen wir sowas. Oh, so viel hat sie gar nicht. Mhm, dumme Idee. Dann brechen wir das ab. Okay. Wenn du handeln möchtest, nur zu. Das versuchen wir gleich nochmal. Dann lass mal sehen, was du so hast. Das ist jeden einzelnen Kronkorken wert. Mhm. Und die guten 38er verkaufen wir eher nur 300. Ja, 380. Das wird aber immer noch nicht reichen, um hier zu investieren. Oder doch? Ah, es reicht. Und genau, wir können investieren. Und wir haben investiert. Das freut mich. Wir investieren in alle Läden. Viele heimische Lebensformen wie möglich, damit ich sie scannen kann. Das dient natürlich ausschließlich der Wissenschaft. Und... Naja, wir reden erst gar nicht mit ihm. Es muss weitergehen. Wir müssen weiter... was verkauft Wolfgang eigentlich? Sollen wir doch mal mit ihm reden? Hat er nicht auch Ladungen für uns? Hallo, Wolfgang. Hey. Danke, dass du uns mit Trudy geholfen hast. Gut gemacht. Dann kommen wir mal zur Sache. Ja, handeln wir mal. Zeig ich will mal, nur du sehen. So hast. Du brauchst es. Ich hab es. Das wäre natürlich super, wenn er jetzt Stahl und Holz hätte. Das wäre richtig gut. Wolfgang hat gar keinen Schrott, er hat nur Drogen, aufbereitetes Wasser, Stimpaks, naja, eigentlich alles an Drogen, was man so will, fast nichts Besonderes, aber viele Drogen. Okay, das war's und wir reden nie wieder mit ihm. Oh, Curie, ja, tut mir leid. Wollen wir? Na, wollen wir weiterziehen? Schicke Haarbürste. Das kann in den Müll, oder? Oh, da hatte ich es ja gerade her. Ach, so eine Dose und Aluminium. Mein Gott, sind wir am Looten schon wieder? Ich denke, wir wollten nicht mehr looten. Vor allem wollen wir doch schnell nach Sanctuary. Mal sehen. Wir müssen selbst das Haus, was auch immer da jetzt noch vor uns liegt, man sieht das unten auf dem Radar. Da ist noch irgendetwas, aber selbst das müssen wir leider ignorieren. Kann man das nicht von hier aus sehen, was da ist?
Also ich sehe kein Haus von hier aus. Ja, doch, da ist etwas. Da ist was. Na gut. Warte mal, durch Concord und uns mit den Raidern wieder rumplagen. Ach so, wir können hier lang. Wir umlaufen Concord ganz geschickt. Ach, querfeldein hier. Das ist doch kürzer. Ja, wo kein Weg ist, da machen wir uns ein. Manchmal findet man ja auch ganz interessante Sachen hier auf dem Wege. Na gut, hier jetzt nicht so viel. Könnten wir uns höchstens den Knöchel verstauchen hier bei den ganzen Hölzern, die da rumliegen. Die Abernethy Farm. Ja, das sind wir nicht ganz richtig. Wilder Mais. Okay, und hab Blumen. Das nehmen wir mit. Hier wilde Mutterbeeren. Wilde Tato-Blüten. Und hier ist noch irgendwas gewesen. Oh, noch mehr wilde Tato-Blüten. So viele hier an dem Punkt. Okay. Aha. Verstrahlte Distel. Tja, und da sind wir schon. Ja, ich bin auch immer überrascht, wie schnell das geht. Hier hat auch jemand wieder was reingesteckt. Sehr schön. In den Hund auch. Jawohl. Ja, und bei schönstem Wetter kommen wir hier an. Und Curry ist ja schon da. So, dann bedanke ich mich noch fürs Zusehen und sage wie immer Daumen hoch für euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!